Wunderbar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein solcher Ort wie Mönchengladbach ist eine reale Stadt. In der ganzen Stadt und auch in ihren einen von zwei Schauspielhäusern bilden sich die großen Dramen der Zeit ab. Ist wirklich ganz, ganz schlecht. Da war das Theater wirklich der optimale. Das war einfach die Mitte der Stadt hier. Und jeder hat jeden dann getroffen. Ja. Und wir haben lange dafür gekämpft, wenn auch in kleinerer Form, dass hier eine Art kultureller Bühne weiterhin möglich ist. Öffentlicher Raum weicht pseudo-öffentlichem Raum. Der Unterschied: Im öffentlichen Raum bringen Sie Ihr Bier selber mit. Im pseudo-öffentlichen bestellen Sie es besser bei der Bedienung. Verwechseln Sie das, ist der Ärger vorprogrammiert. Das ist es, was wir uns bei der Konzeption von Shoppingcentern besonders auf die Fahne geschrieben haben. Prägnante Architektur und Erlebnisräume. Und das bauen wir Ihnen hier. Diese Gesellschaft repräsentiert sich nicht mehr in Kultur.